Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Zu dem Spiel, wo ich inzwischen so viele Rüben ernten tue, dass ich sogar so viele verkaufen und gleichzeitig anpflanzen kann, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Oh, und ich krieg Kokosnüsse. Wir sind übrigens immer noch in derselben Aufnahmesession. Nicht wundern an der Stelle. Kokosnüsse. Kriegt da bei jemandem irgendwas, wenn ich ihnen die Kokosnüsse gebe? Ja, ich versuche jetzt auch parallel noch das Freundschaftslevel irgendwie hoch zu pushen. Ja. Moment. Können. Okay, wir können sogar noch höher gehen als das, was wir schon haben. Bei einigen, ne? Ich glaube, ich werde wirklich bei jedem ausmaxen einfach. Und mal gucken, was das mir bringt. Einfach so aus Prinzip. So, aber nichtsdestotrotz. Heutiger Plan ist es, ja, die Arcade weiter voranzubringen, eventuell. Grandioserweise gleich zum Ende des Tages nochmal ein paar Blöcke zu bestellen, zumindest. Ja. Ich bin dann überlegen, folgende Blöcke erstmal vorübergehend auch da zu nutzen. Und zwar zwei rote Blöcke jeweils links und rechts. Welches Material ist gerade egal? Es soll halt einfach nur übergangsmäßig als Stützsäulen da stehen bei der Tür. Damit es einfach optisch ein wenig ansprechender ist. So. Wir gehen erstmal auf, sagen wir mal, 40 Blöcke. Das ist dann 4000. Das reicht dann auch erstmal. Weil wir kriegen gerade mal 27.000 rein. Und das passt dann ganz gut. Sternsplitter haben wir 6. Können also eigentlich diese Nacht ausfallen lassen und in den nächsten 2 Nächte dann mal wieder sammeln, ne? Ja, genau. Machen wir das so. Ich will nämlich schließlich auch so einfach mal abschließen mit dem ganzen Firlefanz hier. Auch wenn ich echt gerne die Sternsplitter einsammle. So, der Pilz ist gewachsen. Genauso wie der Hafer. Ich glaube, ich habe die letzten Male schon wieder Weizen gesagt. So, diesmal packe ich den Hafer komplett rein, weil ich erst vor kurzem einen Großverkauf gemacht habe. So. Inzwischen ist das hier auch schon wieder nachgewachsen. Boah, eins hoffe ich mal für andere Spiele wie zum Beispiel Minecraft. Nicht, sag ich mal so, dass man da genauso wie hier bei Staxel zum Beispiel alles immer in Saatgutform haben muss, damit man pflanzen kann. Ich weiß, es gibt viele Sachen bei Minecraft, die nur mit Saatgut funktionieren, aber zum Glück ist das meiste nach wie vor ohne Saatgut möglich. Zum Beispiel Kartoffel. Packst einfach wieder eine Kartoffel rein, ne, und dann kriegst du wieder neue Kartoffeln raus. So gesehen also nicht diese Kreislaufwirtschaft, wie ich sie mir denke gerade, ne? Sondern ja, man kriegt einfach schneller die größere Menge rein. So. Super. Da haben wir schon mal 2700 etwas von 4000 wieder drinne.
So. Und beim Zuckerrohr mache ich genau das gleiche. Nur, dass ich es auf 3 aufteile. Und die restlichen 4 einfach zum Verkauf gebe. So, jetzt habe ich die 4000 Schießmethode wieder drin. So. Jetzt 1. Okay, so langsam kommen wir der Sache aber wirklich richtig nah. Wie ich einfach noch parallel Zuckerrohr in goldener Form aufsammle. So. Gut, den Rest gerade mal hier einräumen. Da. Sonnenblumen. Achso, weil ich die gerade nicht pflanze, genau. Das sieht gut aus. So, und Zuckerrohr kann ich ja auch schon mal anfangen zu pflanzen. Läuft doch prima. Rudele. Okay, ich kann beim nächsten Mal einfach wirklich durchrocken. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt auch den Rest abbrechen und einfach sagen, okay, Rest wird verkauft. Genauso auch beim Weizen, da verkaufe ich einfach den Rest. Alter Verwalter. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so ausufert. Wie viel kriege ich jetzt eigentlich? 15.000 etwas. Ja, das ist eine stolze Summe. Okay. Jetzt kurz nach dem Filzblock geguckt, ob der auch da ist. Dann wieder zurück den restlichen Kram einlagern schon mal. 1.600 einfach jetzt so schon nochmal. Genau. Bilder, nichts Neues. Couch ist auch keine da. Nicht zumindest die, die ich brauche. Gut. Oh, was sehe ich da? Jetzt ist er mal nicht da, sondern hinten bei meiner Farm, ne? Das ist ja super. Dann kann ich das ja da vorne gleich wegnehmen. Wobei, nein, das ist so nicht geplant gewesen. Eigentlich sollte ja mehrere auftauchen. Na, Zuppi. Aber jetzt ist tatsächlich hier einer. Na gut, egal, passt schon. Dann sind sie immer abwechselnd da. Gut, aber tatsächlich nicht dieser Block, den ich brauche.
Oberer Holzboden, okay. So, dann, ja. Bleibt einfach die Palette trotzdem da. Ich hatte, jetzt kann ich dann mehrere haben, also mehrere Stationen, wo sie ankommen, aber nee. Das war wohl einfach nur Wunschdenken. Warte. Was ist das denn? Sommer und Herbst. Ja, egal, dann muss das dahin. Nee, Quatsch. Muss es nicht. Da kann es hin. Gut, warte mal. In 8 Tagen. Dann mit den. Ja. Dann kann ich jetzt beim nächsten Mal komplett durchpflanzen. Je nach muss ich einfach mal gucken, was ich dann durchziehe. Habe ich noch was vergessen? Nein. Gut, dann können wir uns zur Arcade machen und danach zum Pilzhaus. Ey, wären die Blöcke nicht so teuer, ne? So nebenbei erwähnt sei. Dann würde ich wahrscheinlich davon einfach komplett die Wand bezahlen gerade. Aber, wie gesagt, die sind ja verdammt teuer. Ein Fenster kann ich schon setzen. Sehr schön. Und zwar dieses. Weil. Genau. 4 Blöcke von der Wand fern. Ne? Und hier auch eigentlich. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier der die das Fenster. So, jetzt aber zum Pilzhaus. Da das Pilz, den Pilz, dies Pilz, das Pilz reinstellen. Sorry. Nein, keine Sorge, ich kriege keinen Schlaganfall, bevor jetzt die Frage kommt. So belustig jetzt nicht, was ich gesagt habe, ich weiß aber trotzdem. Gut. Dann stellen wir mal den Pilz hier hin. Und zwar hier ins Eck auf diesem Block. So, Einrichtung abgeschlossen. Gibt es jetzt noch eine Stufe? Nein. So, Regionsschutz brauche ich aber immer noch nicht ausschalten. Geschweige denn anschalten, ausschalten, wie auch immer. Schalten. Zudem muss ich kurz mal nach. Wo ist sie denn? Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt ist sie tatsächlich in der Stadt gerade, wenn ich. Ah, okay, egal. So. Ausgezeichnet, Haus. Ganz wunderbar. Jana hofft, dass ihr Freundin einzieht, aber das wird wohl die Zukunft zeigen. Vielleicht sollte Jana es mit einer Seelenverbindung belohnen. Nein, nein, nun ja, das geht schon in Ordnung. Yay, wir haben Hexenhut und 3500 Blütenblätter gekriegt. Jana hofft, dass dies ausreicht, um ihren Dank auszudrücken. Auf jeden Fall. Shiana freut sich immer über deinen nächsten Besuch. Okay. Einen Moment, Klaus. Könntest du mir einen Gefallen tun und diesen gelben Brief Lieferung zu Jamie bringen? Klar, kein Problem. Ausleih, Dankeschön. Was? Das ist es. Ach so, okay. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so eine Nachricht von wegen hier. Warte mal, wo laufe ich gerade? Warum läuft der gerade wie ein Marathonsprinter sonst wohin? Ich glaube, der weiß schon, dass er einen Brief kriegt. Und will er bloß nicht lesen. So. Mein Gott. Oh, gelber Brief für mich? Allerdings. Dankeschön. Bitte nimm dies für deine Mühen. Ein Feuerwerk. Das können wir direkt wieder einlagern.
So. Oh, was sagst du? Eine Anfrage für Shiana? Shiana versteht, dass mir. Shiana hat auf ihr Reisen noch nie jemanden gesehen, der zu der Beschreibung passt. Aber Shiana kennt eine Methode, um vermisste Personen zu finden. So ist sie letztendlich hier gelandet auf der Suche nach Vater. Ja, Shiana kann was sagen. Dafür braucht es nur eine Art Katalysator. Hier, Shiana wird alle Anweisungen für Rhea aufschreiben. Du kannst jederzeit zurückkommen. Shiana wartet immer auf dich. Ja, endlich kommen wir mal wieder ein bisschen voran. So. Zeitlich wird es zwar eng, aber wir schaffen das. Okay. Fällt auch einfach die Nächte wieder durchziehen hier im Spiel. Ja, okay. Ich wollte nur noch mal dreifach nochmal sicher gehen, ob sie da ist. Oh, ist der Brief von Tiana? Ja, was steht da? Also sie braucht einen Katalysator für so eine Art Ritual, ja. Ich hoffe doch, dass es kein dunkles Ritual ist, ja. Das klingt so unheimlich. Aber wenn du ihr vertraust, tue ich es auch, ja. Was würde wohl ein guter Katalysator abgeben, ja? Während ich mir dabei darüber Gedanken mache, könntest du mir ja einen Weihrauchköder herstellen. Der könnte noch ziemlich nützlich sein, ja. Ja, warum nicht? Manchmal bringt mich das Ding hier zur Verzweiflung. Weihrauchköder. Eichel, Bauholz, Nashornkäfer, Forellenbarsch, Kugelfisch, Aal, Tintenfisch. Was? Was? Was zur Hölle? Okay, also. Eichel ist kein Problem. Bauholz auch nicht. Nashornkäfer schon eher. Forellenbarsch, Kugelfisch, Aal und Tintenfisch erst recht. Sofern ich sie nicht kaufen kann. Ich guck erstmal, ob ich sie kaufen kann. Was ist das denn hier? Nashornkäfer. Dann macht das Nashornkäfer auch kein Problem mehr. So. Eins. Nummer 2. Aber ich sammle das einfach stückweise zusammen. Okay. Ist eine Idee, ne? Gut. So. Ach so. Schon ein bisschen blöd, gell? Wenn man in den falschen Raum rennt. So, da ist das Feuerwerk. Kleidung und Hüte und Klo habe ich ja hier aufgelagert. Aufs nächste Regal schon. Das. Die zwei Bauholz. War doch, oder war es eins? Weihrauch. Es war ein Bauholz. Okay. Ja, ich muss ja den sogar basteln. Sonst kriege ich ja nicht die nächste Sache, ne? Das heißt, ja, angeln, bis der Arzt kommt, ne? Das ist doch jetzt echt nervig. Was auch nervig ist, dass mein Rücken schon wieder ein bisschen sticht. Das ist auch nicht so gut. Aber gut, wir haben es ja so gut wie geschafft.
Also sollte ich mich nicht beschweren. Ich wollte gucken, ob ich die kaufen kann, ne? Ah, das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ich mache so ein, zwei Angeldinger, versuche. Und wenn ich gleich schon die ersten zwei, drei Fische habe, dann ist ja alles gut. Ansonsten, uff. Ringbogenforelle ist nicht das Richtige. Ich angel, bis wir bei Vollmond sind. Also soll heißen, bis der Mond auf Mitte steht. Schrimp ist auch nicht das Richtige. Ich sollte übrigens vorübergehend das dahin packen. Weil ich werde gleich einfach die Reihe nach oben fluppen, um das wegzuräumen. Qualle, warte mal, war Qualle dabei? Tintenfisch, Aal, Kugelfisch, Forelle. Also nein. Tintenfisch, Aal, Forelle. Und Kugelfisch. Oder man kriegt einfach eine Abfallmuschel. So. Jetzt hole ich erstmal, ob man sie kaufen kann und dann latsche ich weiter ins Dorf und verkaufe meinen Fischmüll. Müllfische, meine ich, so rum. Weil ich sie halt echt nicht gebrauchen kann. Das Aal wird doch. Oder? Oder so. Warte. Fisch. Ja. Gut, gut, gut. Muss ich also tatsächlich wirklich angeln. Das ist ja eigentlich gegen meine Planung. Das heißt, ich muss nämlich jetzt im nächsten Part einfach mal mich zum Angeln stellen. Nur damit ich das hinkriege. Furchtbar. Und da zeigt es sich auch, Leute, wenn ihr angelt. Angelt gleich einfach alles einmal mit, um es dann für diesen Fall der Fälle zu haben. Und wenn ich meine alles, dann wirklich alles hier immerhin einmal doppelt. Zumindest, ja, damit ihr etwas habt. So, ich gehe jetzt noch mal kurz gucken, weil die Sternsplitter müssen ja auch schon unten sein. Doch nicht. Gut, also wenn jetzt keine da sind, dann kann ich mir auch genauso gut in die Federn hauen. Stattdessen dann. Gut. Dann mache ich das. Das war das Briefkastengeräusch.
Genau, endlich haben wir wieder mal einen Brief. Dein Werkzeug sind dir zu langsam, dein Rücken brennt in der Hitze heißen Mittagssonne, das Geld sitzt dir locker in der Tasche. Zeit für die brandneue Magiestation. Hol sie dir noch heute, ab sofort im Laden deiner Vertrauens erhältlich. Sternsplitter nicht enthalten. Okay. Das ist nur von Rennen, okay. Okay. So, wir holen uns erstmal unser Geld. Und machen die Daily Stuff. Honig, ich weiß, ist schon abholbar. Mache ich aber zu einem viel späteren Zeitpunkt. Auch wenn das gerade nochmal ein bisschen Geld in die Kasse spülen würde. Und ja, ich weiß, das ist eigentlich sogar das Dümmste, was man machen kann. Etwas auf später verlegen. Wobei, wisst ihr was? Wenn ich schon den anderen Firlefanz hier wieder mache, dann kann ich das eigentlich gleich mitmachen. Ist ja auch quasi nur eine kleine Tagesroutine. Und es ist ja auch gar kein großer Zeitaufwand eigentlich, ne? Ich meine, was ist das schon? Wir müssen hier nur eben mit dem Rauch arbeiten. Und danach halt mit dem Lesern. Das heißt, wir haben da kaum Zeitaufwand. Und dann gucke ich gleich mal, was das ist da mit diesen, ja, magischen Firlefanz. Das hört sich nämlich noch ein bisschen kurios an für mich. Muss da aber erstmal gucken, wie das Teil nochmal hieß. Achso, ist eigentlich. Nee, ist tatsächlich wieder im Ort. Aber dann kann ich das immer so ein bisschen provozieren. Okay, mal ist bei mir die Station direkt. Dann kann ich direkt am Tag nachgucken. Oder sie ist halt beim Heißluftballon. Ist ja auch was Positives. Oder liegt es vielleicht daran, dass ich das mit meinem Charakter hingestellt habe? Ach. Aber egal, ist auf jeden Fall trotzdem eine lustige. Und auch bessere Methode, um schnell mal das Luftschiff dort und dort zu haben. Von den Murmelkonsortium. Und notfalls ist es halt einfach ein Landeplatz für ein Heli. Ach, keine Ahnung, ich habe hier doch nur auch um. Ja. Das zu übertünchen, dass es halt einfach nicht funktioniert, wie ich dachte. Naja. Tausend, ey. Alter, übertreib halt. So, Aubergine sind noch nicht fertig. Der Kram ist sowieso noch nicht fertig. So. Ich sehe jetzt schon keinen einzigen Block, den ich brauche. Gut. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Ist mir jetzt aber auch wurscht. Ich gucke jetzt einfach so nach. Sollte es ja erkennen, theoretisch, wenn ich sehe. Dachte ich, als ich nichts fand. Oder ist es vielleicht im anderen Laden? Oh, was ist das denn? Ach so, so ist das gemeint. Ich verstehe.
Das war jetzt. Oh doch, es war gemeint, dass hier eine Magiestation ist. Alles klar. Ja gut, verstärkte Gießkanne. Versteckte Scho. Okay. Eins. Ah. Angel. Verstärkte Spitzhacke. Versteckte Hammer. Versteckte Axt. So, alles erstmal erlernen. Safe alles, ey. So, und dann noch hier die magische Station. Einfach, weil wir sie brauchen wahrscheinlich. Ich kann auch einfach gucken. Verstärkte. Oh. Ah doch, beschwören. Beschwören ist wahrscheinlich der magische Tisch. Seht ihr? Ich bin schlau. Und weil er so schick ist. Papa. Was? Na wirklich, weil der so schick ist und ich sag mal so, dass Holzschneiden echt schnell geht und ich da nicht ständig nebenstehen muss. Machen wir das hier hin. Genau, hier beschweren. So. Aber jetzt, warte mal, verstärkte. Nein, nein. Ach so, stimmt, weil es davon nichts gibt. Okay. Ja, dann hier verstärkte. Warte mal, wo ist es da? Verstärkte. Als erstes. Gehärtete Axt. Haben wir ja. Bauholz, zwei Nägel, vier Pinkelkristalle, Sternteil. Okay. Bauholz, Nägel, Pinkelkristall. Bauholz, Nägel, gehärteter Kristall. Pinkelkristall meine ich. Nägel habe ich keine. Dann will ich mal für alle die Nägel schon mal mitholen. So. Das heißt, fair. Hier wird kein Nägel gebraucht. Hier werden zwei benötigt. Hier wird keiner gebraucht. Hier werden sechs benötigt. Also sind wir schon bei 8. Sind wir bei 10? Sind wir bei 14? Gut, dann hole ich mir mal 14 Nägel. So. Zweimal Seil. Wird sonst nirgends gebraucht. Kleber habe ich noch. Okay, also zweimal Seil. Ach so. So, Wasserkrug ist doch einfach Wasserbehälter, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ja, okay. Gut. Dann sollten wir aber nichts mehr haben, oder? So, Blütenblatt, 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 Kristall. Kristall. Blütenblätter. Genau. Kristall, klar. Okay. Gut, dann, wir können eigentlich auch mit der Angel anfangen, ne? Dann sollten wir vielleicht mal damit anfangen. Erstmal diese jeweils sechs Dinger. Also rot.
Nicht so rum. Jetzt merkt man, glaube ich, dass ich ein bisschen nervös werde. Gelb. Und weiß. Wo ich tatsächlich am wenigsten von habe. An der Kombinationsstation. So. Gehärtete Angel, zweimal Seil, Kern des hellen Blütenblatt, Fingerkristall. Beschwören, okay. Ich habe vergessen, die Sternteile mitzunehmen. Classic. Bin ich zu blöd, das zu rallen? Seil. Ach, oh Gottes Willen. Das soll man erst. Okay, ja gut, ist auch ein Stern abgebildet. Sehr schön. Da haben wir das erste Werkzeug. Wir müssen keine Griffe extra machen. Das beruhigt mich schon mal ein Stück weit. Ich kann mal die Sternteile einfach aus Prinzip, damit ich sie nicht ganz in mir herumtrage. Mal wegpacken. So. Hier verfährt es sich nach demselben Prinzip. Doch, zweimal Bauholz. Hatte ich irgendwie vorhin gesagt, dass ich kein Bauholz brauche? Achso, und ich sollte mir den Kleber auch schon mal holen, ne? Der dürfte auch nicht schaden gleich. Aber sehr schön. Dann haben wir auch wieder hier einen kleinen, aber feinen Fortschritt. So, Gießkanne.
So. Schaufel. Und das edle Bauholz habe ich mal wieder liegen lassen. Wollte ich nicht eigentlich irgendwie angeln gehen? Sag ich da nicht was? Und was soll, wir sind über die Zeit. Leute, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz einen kleinen Cut. Freut euch über diesen langen Part. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein. Und ciao. Tschüss.